आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों। Mitten im Taunus an einem Sonntag. Hoch hinaus wollen diese jungen Muslime. Dafür heißt es laufen, wandern und schwitzen. Los geht es auf einem Parkplatz am Fuße des großen Feldbergs. Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Takbir! Allahu Akbar! Majlis e Sehat! Zindabad! Zur Einstimmung rufen sie gemeinsam Slogans, bevor es dann nach dem Dua auch losgehen kann. Und für heute heißt es, wasserdicht anziehen. Wer hoch hinaus will, muss an diesem Tag nicht nur Pfade erklimmen, er muss sich auch dick anziehen. Bei Regen und Wind ist der Aufstieg doppelt so schwer. Die Szenerie trotzdem schön. Einen Königsweg gibt es hier leider nicht. Hier muss man eben durch. Doch gemeinsam läuft es sich eben einfacher. Und den Besuchern macht es vor allem Spaß. Also Alhamdulillah, bis jetzt alles in Ordnung. Wir sind jetzt hier bei Mittelpunkt von unserer Tour. Und wir haben noch 1,5 Stunden noch zu laufen. Und bis jetzt nur ein Mitglied ist zurückgegangen. Sonst alle sind hier. Wir sind so, ich glaube, 80 oder 82 Personen. Das Wetter ist nicht so optimal. Aber Alhamdulillah, läuft alles in Ordnung. Gott sei Dank, ein großes Stück geschafft. Es ist noch ein kleines Stück recht. Und es ist eine wunderbare Tour. Wir haben ganz viele Segnungen auch dabei mit dem Khodam, Atfal und Ansar. Und Alhamdulillah, ich mich sehr gefreut, mit dieser Tour dabei zu sein. Alhamdulillah, ich bin wirklich sehr froh, in dieser Tour heute dabei zu sein. Sehr gute spirituelle auch Gespräche gehabt hier während dem Tour. Und es ist einfach, das Wetter ist wunderbar, kalt, regnerig. Man kann eigentlich nur Spaß haben. Und Alhamdulillah, ich möchte auch hier an dieser Stelle auch die Majlis-e Sehat hier beglückwünschen, weil es ist sehr gut geplant von Beginn an, von Anmeldung bis zu jetzt Ende. Und ich hoffe, dass ich auch in den weiteren Touren dabei bin. Ja. Das ist gut gewesen, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Die Beine haben ein bisschen wehgetan, aber sonst war Alhamdulillah sehr gut gewesen. Bei mir war es auch schön. Egal ob das Wetter schlecht oder gut ist, man sollte immer froh sein, was man hat.